Wir sind jetzt hier an einer Station, wo man, wie in Kassel so oft sagen muss, hier sieht man etwas, was man nicht mehr sieht. Denn wir sind an den Bürgersälen und wenn man auf diesen Parkplatz schaut, sieht man natürlich nichts mehr. Die Bürgersäle waren aber, und deswegen ist dieser Ort durchaus historisch von Bedeutung, die Bürgersäle waren der größte Versammlungsort der Stadt Kassel. Und als die NSDAP immer stärker wurde, da passierte etwas, was für die Bürgersäle dann von großer Bedeutung wurden. Der Pächter wechselte und der neue Pächter war ein Anhänger der NSDAP und der gestattete, dass hier an den zentralen Veranstaltungsort mitten in der Innenstadt die SA ihr sogenanntes Sturmlokal errichtete. Diese Sturmlokale waren aber nicht nur Versammlungsorte, sondern sie wurden 1933 nach der Machtetablierung und vor allem nach der Beauftragung der SA als Hilfspolizei, die ja Anfang 1933 dann stattgefunden hatte, wurden sie auch zu sogenannten wilden Konzentrationslagern. Hier in diesem Bürgersaal, und das ist wichtig, was hier unten steht, ist auch ein angesehener jüdischer Bürger, nämlich Dr. Max Plaut, am 17. März 1933 verhaftet worden in seiner Kanzlei, durch die obere Königstraße am helllichten Tage hierher gebracht worden und in diesem Bürgersälen dann misshandelt worden. Er wurde dort, so heißt es in einem Bericht, zeitgenössischen Bericht von Anfang April 1933, er wurde hier verhaftet, er wurde in einer Ehrenverhandlung bestraft, zu 200 Stockschlägen, die ihm auf seinem Rücken von SA-Leuten verbracht wurden. Er wurde also misshandelt und so sehr misshandelt und drangsaliert, dass er, wie es hier auch heißt, wenige Tage nach dieser Misshandlung an den Folgen am 31. März 1933 verstarb. Die Tatsache, dass er damit das erste Opfer, Todesopfer des faschistischen Terrors in Kassel gewesen ist, ist sicherlich schon bedeutend genug. Mindestens so bedeutend ist aber, dass wir eigentlich schon seit April 1933 und nicht nur wir, sondern auch die Weltöffentlichkeit seit April 1933 über diesen Vorgang und das, was dort passierte, Bescheid wissen. Dies verdanken wir einem bis heute nicht eindeutig erklärten Zusammenhang. Anfang April war in einer englischen Tageszeitung zu lesen von einem O.M. aus Kassel, was eigentlich mit Dr. Max Plaut passiert sei und wie er zu Tode gekommen war. Der Bericht war äußerst detailliert, sehr konkret und alles, was wir an historischen Materialien später nachforschen konnten, war korrekt. Aber niemand weiß bis heute, wer O.M. aus Kassel ist. Es gibt Spekulationen, es gibt Vermutungen, aber mindestens eine Vermutung muss sein, dass jemand, der in der Nazi-Organisation selber war, diese Art der Misshandlung nicht akzeptiert hatte, denn sonst hätte er die Details dessen, was dort passiert war, so nicht aufschreiben können. Die Erinnerung an Max Plaut ist durch diese Kenntnisse leichter geworden und ich bin froh, dass er hier auf dieser Tafel geehrt ist und gewürdigt wird, denn er ist einer derjenigen, der nicht nur als Rechtsanwalt eine große Bedeutung für die Stadt hatte, als jüdischer Bürger eine Bedeutung für die Stadt hatte, sondern auch das erste Todesopfer des faschistischen Terrors in Kassel war.